herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Falls wir uns schon kennen, willkommen zurück. Falls wir uns noch nicht kennen, hi, ich bin Annika, die Gründerin vom Blog vom Schreibenleben.de. Und hier auf dem Kanal erhältst du Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte heute mit euch über das Thema Webseiten sprechen und ob das relevant ist oder ob man die eigentlich vergessen kann. Eine eigene Webseite ist heutzutage ja eine Sache, die sehr viele Autoren haben und sehr viele aber auch noch nicht. Und die denken darüber nach, ob sie sich eine zulegen sollten. Und deshalb stellt sich natürlich ganz am Anfang dieses Videos erstmal die Frage, lohnt es sich überhaupt als Autor eine Webseite ins Leben zu rufen oder kann man sich den Aufwand auch sparen? Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Webseite eine Art Visitenkarte ist und für jeden Autor eigentlich ein Muss ist. Gleichzeitig muss ich das revidieren und sagen, es heißt jetzt nicht, dass man ohne eine Webseite nicht irgendwie erfolgreich sein kann oder so. Natürlich kann man auch alles, was ich jetzt sage, auf eine Facebook-Seite oder eine andere Social-Media-Seite übertragen. Aber ich bin der Meinung, dass man auf einer Webseite erstmal unabhängig ist von so großen Spielern wie Facebook, Instagram und Co. Zweitens, dass alles so gestalten kann, wie man selber das möchte. Das heißt, man hat die vollkommene Freiheit, Sachen hinzuzufügen, wegzunehmen, das anders zu gestalten. Das Aussehen ist vollkommen in deiner Hand, wenn du eine Webseite machst. Das spricht total dafür, meiner Meinung nach. Und drittens, man muss es ja nicht interaktiv machen. Das heißt, man muss keinen Blog machen, man muss nicht irgendwas machen, was irgendwie jetzt so viel Arbeit kostet. Es kostet natürlich etwas Arbeit, die Seite aufzusetzen, aber im Grunde kann man alles, was dort steht, sehr statisch halten. Das heißt, es verändert sich nicht ständig. Man baut es einmal auf und dann muss man es zwar aktuell halten, aber das bedeutet nur, dass man alle paar Monate da mal irgendwie was ändert. Ansonsten liegt das Ding einfach im Internet parat und ist, wie gesagt, eine Art Visitenkarte. Das bedeutet, dass ich entweder als Interessent, also als Leser oder als Verlag vielleicht auch die Möglichkeit habe, gesammelt über eine Person, also über dich als Autor, alle wichtigen Informationen zu sehen und dazu nicht zu einem Fremdanbieter wie Amazon oder einem anderen gehen muss. Das bringt mich auch gleich zu einer der Fragen, die ihr mir gestellt habt zum Thema Webseite, nämlich ob man einen Blog braucht oder ob man auch ohne einen Blog glücklich werden kann. Und das kann man definitiv auch ohne. Bloggen ist immer so eine Sache, die wird totgesprochen seit Jahren und funktioniert trotzdem immer noch. Ich sehe das selber natürlich auch an den Aufrufen auf meinem Blog. Obwohl ich auch alle Netzwerke bediene, wird der Blog einfach immer noch sehr viel gelesen. Und das weiß ich auch von anderen Blogs, werden einfach immer noch gelesen. Gerade wenn es sich um längere Texte handelt, möchte jetzt niemand ein halbes Stunden Video haben, sondern liest dann lieber einen längeren Text. Oder gerade in unserem Metier ist das ja auch so eine Sache, da werden lange Texte trotzdem ganz gerne noch gelesen. Trotzdem ist es nicht verpflichtend, einen Blog zu machen und ich würde es auch nicht unbedingt jedem raten. Man muss sich ganz genau überlegen, und das ist einfach eine generelle Entscheidung, wie möchte ich mein Marketing aufziehen? Gehört ein Blog dazu oder nicht? Habe ich die Zeit? Habe ich die Lust? Habe ich die Ideen, einen Blog ins Leben zu rufen? Worüber möchte ich da schreiben? Wenn ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dann kann man viel noch mit Blog-Marketing nächstes Mal machen. Wenn nein, ist es absolut nicht notwendig, zwingend einen Blog zu haben, um irgendwie erfolgreich zu sein oder das Interesse auf sich zu ziehen. Gleichwohl ist es ohne Blog natürlich etwas schwieriger, Interessenten auf sich aufmerksam zu machen, weil ein Blog sehr dynamisch ist und die Webseite am Leben erhält und eine Webseite, die nur alle paar Monate aktualisiert wird, ist jetzt nicht so sehr attraktiv für den Google-Algorithmus, aber das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, dass man einen Blog einrichtet, sondern wenn du Lust aufs Bloggen hast, mach es. Wenn du dir denkst, ich habe schon so mit Facebook und Co. genug zu tun, dann lass es. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie man eine Webseite aufbaut, also technisch gesehen, was man da für einzelne Schritte machen muss. Da gibt es genug Anbieter, die das alles ganz toll erklären. Unten verlinke ich euch einfach mal so 3, 4, die ich gerne genommen habe, gerade in der Anfangszeit oder jetzt auch teilweise immer noch nehme. Also klickt euch da gerne mal durch. Aber ich möchte euch gerne ein paar Tipps dazu geben, was alles auf eine Webseite gehört und was ihr so an Unterseiten machen solltet. Als erstes haben wir natürlich eine Startseite, die sieht immer anders aus. Wenn du keinen Blog hast, ist es einfach eine statische Seite mit einem Foto von dir. Fotos sind ganz wichtig. Und auch hier mal der Appell, wenn du keine professionelle Kamera hast,
dann gönn dir doch mal ein Fotoshooting. Lass es dir zum Geburtstag schenken oder spar da drauf. Die Preise variieren da auch sehr von Fotograf zu Fotograf. Aber investier doch mal in ein paar schöne Autorenfotos. Nicht nur eins, was für die Presse geeignet ist, also was beispielsweise bei einer Pressemitteilung mit abgedruckt wird, sondern eben auch etwas, was auf deine Webseite kann. Überleg dir deshalb im Vorfeld, was für Fotos du haben möchtest und dann geh mal zum Fotografen und lass dir ein paar schöne professionelle Fotos machen, die sich dann auch unter anderem beispielsweise auf der Startseite wiederfinden. Selbstverständlich brauchst du eine Über-mich-Seite. Die Über-mich-Seite ist übrigens auf Webseiten meistens die am häufigsten angeklickte Seite, weil sich die Leute einfach, die auf deine Webseite kommen, fragen, was ist das hier für ein Mensch, der von was auch immer erzählt, der über sich erzählt, der, was sind das für Leute, die hier mit mir sprechen. Das heißt, die Über-mich-Seite ist sehr wichtig, da die sehr, sehr häufig besucht wird. Und eine Über-mich-Seite ist eigentlich in echt auch eher eine Über-dich-Seite. Denn der Leser versucht sozusagen anhand des Über-mich-Textes herauszufinden, passt das mit mir und dir oder nicht. Man möchte wissen als Leser, ist das was für mich oder nicht? Weil, ihr wisst es selber, eure Zeit ist sehr wertvoll, meine Zeit ist wertvoll und wir haben keine Lust, auf Webseiten herumzusurfen, die uns gar nichts bringen und die uns keinen Spaß machen und die gar nicht zu uns passen. Deshalb fragen wir uns automatisch, wenn wir auf einer Webseite sind, passt das oder nicht? Und auf der Über-mich-Seite schreibst du am besten in dem Schreibstil, in dem der dich repräsentiert, das, was die Leser oder der Interessent oder der Webseitenbesucher auf deiner Seite findet. Das heißt, bitte sieh davon ab, so etwas zu schreiben wie: Hallo, schön, dass du zu meiner Seite gefunden hast. Ich schreibe Liebesromane seit 2012 und bin verheiratet und lebe mit meinem Kind an der Nordsee. Das ist zwar interessant, aber es ist absolut gar kein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, man hat überhaupt keine Ahnung, wer da jetzt wirklich gesprochen hat. Dieser Satz, den ich gesagt habe, trifft auf sehr viele Leute zu, das ist überhaupt nichts Besonderes. Also überleg dir, was kannst du schreiben, um dich ein bisschen besonders darzustellen? Was kannst du schreiben, um deinen Schreibstil widerspiegeln zu lassen und um auf dich aufmerksam zu machen, also um Interesse beim Leser auch zu schüren? Am besten beantwortest du auf deiner Über-mich-Seite die Frage, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Denn das ist die Frage, die in Interviews ganz, ganz häufig gestellt wird und das ist auch die Frage, die Leser häufig interessiert. Also erzähl eine Geschichte, du bist Autor, es ist dein Job, erzähl eine Geschichte, wie bist du zum Schreiben gekommen und warum schreibst du? Das ist sowieso eine ganz wichtige Frage, die sich immer mal wieder in deiner Kommunikation widerspiegeln sollte. Warum schreibst du überhaupt Bücher? Was ist deine Message? Was möchtest du deinen Lesern mitteilen? Das sollte sich auf der Über-mich-Seite wiederfinden, um den Leser so ein bisschen zu platzieren, also um zu zeigen, das findest du hier, dafür stehe ich, das bin ich, das mache ich. Und wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, dann bleib hier. Als nächstes sollten natürlich auch deine Bücher irgendwie zu finden sein, relativ schnell, ohne dass man tausendmal klicken muss, also einfach im Menü verlinkt. Deine Romane oder auch der Roman, an dem du arbeitest, wenn du noch nichts veröffentlicht hast, da kannst du ein bisschen schreiben, worum es so geht, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, damit jetzt die Grundidee vielleicht nicht verraten wird, aber zumindest weiß man dann schon mal, in welchem Genre du schreibst oder was so deine bisherigen Veröffentlichungen sind einfach. Also deine Bücher, deine Romane, deine Sachbücher, was auch immer, sollten eine eigene Seite bekommen jeweils und natürlich auch nicht den Link vergessen zu einem Shop. Das muss nicht Amazon sein, das kann auch einfach zum Verlag sein oder es kann einem zu Thalia oder einem anderen Anbieter sein. Aber irgendwie dem Leser eine Möglichkeit geben, dein Buch zu kaufen, wäre nicht schlecht. Und bitte auch das Cover selbst anklickbar machen, sodass jemand, der das Cover anklickt, auch zu dem Shop kommt. Das vergessen irgendwie immer sehr viele. Also auch immer, wenn das Cover deines Buches irgendwo erscheint, hinterlege das mit einem Link zu einem Shop, wo man das Buch dann auch gleich kaufen kann. Zu diesem ganzen Verkaufsprozess sozusagen gehören natürlich auch Leseproben. Das heißt, zu jedem Roman würde ich auch eine Leseprobe anfügen. Die muss dann nicht unbedingt im PDF-Format sein, sondern kann einfach so stumpf auf der Webseite ein längerer Text sein, den man da durchlesen kann. Es kann eine Unterseite sein, je nachdem, wie du es gestalten möchtest. Aber ein längerer Text von einer sehr spannenden Stelle. Du kannst entweder gleich den Anfang nehmen, sodass man die ersten
ein, zwei Seiten oder sowas hat. Du kannst natürlich auch eine Stelle aus der Mitte nehmen, die besonders spannend ist. Stell da aber nur sicher, dass man den Kontext auch versteht, weil nicht alles, was für dich spannend ist, ist auch für jemanden spannend, der die Figuren noch gar nicht kennt. Deshalb wird meistens der Anfang genommen, da man dort häufig die Figuren kennenlernt, aber fühle dich da nicht limitiert. Mach einfach das, was du am besten hältst und das, was für dich besonders spannend klingt. Außerdem sollte auf deiner Webseite eine Kontaktmöglichkeit angegeben sein, also eine E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas. Du kannst auch Kommentare freischalten lassen. Auch da alles zum Thema Datenschutz und so weiter werde ich in einem separaten Video behandeln, da das jetzt alles den Rahmen sprengen würde. Aber gib dem Leser eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren und dir eine E-Mail zu schreiben oder dir auf sozialen Netzwerken zu folgen. Und diese Kontaktadresse ist auch für Presse- oder Verlagswesen sehr wichtig. Wenn mal ein Journalist zum Beispiel auf dich zukommt und dich kontaktieren möchte, dann sollte er auch irgendwie eine Möglichkeit finden, auf deiner Webseite das zu tun. Es muss kein Kontaktformular sein, es reicht auch, deine E-Mail-Adresse da zu veröffentlichen. Aber gib ihm irgendeine Chance, in Kontakt mit dir zu treten. Außerdem ist es natürlich sehr wichtig, ein rechtsgültiges Impressum zu haben. Auch dazu an dieser Stelle nicht mehr. Mach dich da entweder im Internet selber schlau oder ich werde es in einem Video auch nochmal erzählen, was man dazu alles beachten muss. Aber Impressum, Datenschutzerklärung und so weiter ist natürlich alles auch verpflichtend, dass das auch auf deiner Webseite zu finden ist. Optional kannst du auch Leserstimmen, also Rezensionen, einbinden. Auch da immer darauf achten, dass das urheberrechtlich abgeklärt ist. Du kannst nicht einfach eine Rezension, die irgendwo geschrieben wurde, nehmen und eins zu eins bei dir veröffentlichen, sondern du musst vorher mit dem Rezensenten sprechen, ob das in Ordnung ist. Aber gerade was Buchblogs oder sowas angeht, ist das in der Regel gar kein Problem. Einfach mal anfragen, ob man die und die Rezension oder den und den Part aus der Rezension bei sich auf der Webseite verwenden darf. Und dann dementsprechend einbinden. Entweder direkt bei dem Buch oder mal zwischendrin. Das kommt völlig darauf an, wie deine Webseite aussieht. Da kann man jetzt nichts pauschal sagen. So ein bisschen die Rückmeldung von begeisterten Lesern ist immer schon ganz nett, um einfach so einen Blick von außen nochmal dem Interessenten zu geben, sodass nicht nur du die ganze Zeit so eine Selbstbeweihräucherung dort irgendwie betreibst, sondern dass man sieht, aha, dieses Buch wurde auch von Dritten als gut empfunden. Da kann ich mir das ja vielleicht mal angucken. Und wenn du einen Blog hast, den natürlich auch dementsprechend verlinken, sodass man ihn schnell finden kann. Eine weitere Option ist noch eine Art Pressebereich. Also gerade wenn du schon mehrere Bücher veröffentlicht hast und häufig für Interviews angefragt wird, kann es sehr sinnvoll sein, einen Pressebereich zu haben, wo ein Pressefoto von dir ist, wo ein Über-mich-Text ist, den man in der Presse abdrucken kann oder wo auch andere Kontaktmöglichkeiten irgendwie sind, um mit dir in Kontakt zu treten, also wo Journalisten sich einfach ein Media-Kit zum Beispiel auch herunterladen können. Dann, wenn du ein Media-Kit machst, bitte als PDF, dass man das herunterladen kann. Aber das ist eigentlich für uns als Autoren gar nicht so relevant. Kann man machen, muss man nicht. Bleibt noch die Frage, ob sich eine Webseite überhaupt für jemanden lohnt, der noch gar keine Bücher veröffentlicht hat. Und da würde ich sagen, persönlich, ja, ich finde, es lohnt sich definitiv, einfach weil es erstens Professionalität ausstrahlt, gerade wenn es eine gut gemachte Seite ist natürlich. Und zweitens, man hat einfach alles zusammen, was da noch kommen mag. Das heißt, jetzt fängst du an, sozusagen den Grundstein für deine Karriere zu legen und zu sagen, okay, Leute, hier bin ich, ich schreibe an diesem Projekt. Es verpflichtet dich selber auch so ein bisschen tatsächlich am Ball zu bleiben. Und du kannst halt schon deinen Namen sichern, also was weiß ich, www.autorin-annika-bühnemann.de beispielsweise. Und das ist einfach schon mal fest. Also du besetzt einfach schon mal einen Platz, auch wenn du ihn noch nicht ausfüllst, hast du aber zumindest schon mal dein Reserviertschild dahingestellt und bist dabei, das irgendwie so zu gestalten und für dich passend zu machen. Ich würde also sofort anfangen, wenn jetzt die Frage ist, wann sollte ich eine Webseite machen? Am besten sofort. Dann hast du es fertig, dann steht das Ding. Du kannst für dich selbst Professionalität auch ins Schreiben dann mit aufnehmen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt auch irgendwie sichtbar, also ich
kann auch gefunden werden von Google als Autorin. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, auch für einen selber sehr motivierend. Und letztlich musst du natürlich selbst entscheiden, wann für dich der richtige Punkt ist. Ich würde einfach lieber früher als zu spät anfangen. Natürlich kannst du auch einfach die Webseite erstmal Webseite sein lassen und alles über Social Media beispielsweise machen. Ich habe allerdings auch so in der Rücksprache mit mehreren Leuten festgestellt, dass es immer sehr, sehr sinnvoll ist, eine unabhängige Form nochmal zu haben, also nicht auf Facebook und Co. angewiesen zu sein, sondern einfach nochmal einen Ort zu haben, wo alles gesammelt drinsteht. Und das wächst natürlich auch mit der Zeit. Am Anfang ist klar, schreibst du nur eine Über-mich-Seite und eine Seite, wo drauf steht, was du so machst. Aber das ist besser als nichts. Ich hoffe, dass das Video dir so ein bisschen helfen konnte, die wichtigsten Fragen zu klären. Falls nicht, schreib deine Frage unten in die Kommentare. Ich beantworte sie auf jeden Fall. Falls es eine längere Antwort beinhaltet, würde ich da auch ein Video dementsprechend drüber machen. Aber ich hoffe, dass so erstmal die wichtigsten Fragen geklärt sind. Und ja, würde mich freuen, wenn wir unten in den Kommentaren noch ein bisschen darüber sprechen, vielleicht auch, wie wichtig eine Webseite heutzutage ist. Lasst mir da gerne mal eure Meinung da, ob ihr findet, dass Webseiten immer noch wichtig sind oder dass vielleicht seid ihr auch der Meinung, dass Webseiten völlig überbewertet werden. Lasst uns da mal gerne drüber quatschen und ich freue mich, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Tschüss!